Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat und diese Präzession wird berücksichtigt. Sie berechnen anders die Horoskopen, ist auch ein anderes Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, Sonne, Mond, Aszendent, Planeten, sie platzieren anderes, ganz anderes, alles in ein westlichen Horoskop. Liebe Leda, ich grüße dich, das ist dein Horoskop-Analyse und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop, was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche und jetzt geht um das Wesentliche, dein Geburtshoroskop-Analyse. Hier in die Mitte siehst du einen Engel. Dieser Engel herrschte in dem Tag, wo du geboren bist und nach Kabbala heißt dieser Engel Nemamiah und hat die Zahl 57. Engel Nemamiah hilft dir bei Unterscheidungsvermögen, lässt dich inspirieren, fördert deine erfinderische Gabe, hilft dir deinen Ideen im Tat umsetzen, hilft dir bei Wandlungen, belehrt dich zum Kriegskunst und zeigt, wo sollst du deine Kraft einsetzen. Hilft dir, Probleme erkennen und das meistern. Zeigt dir ein strategisches Denken in dein Leben und unterstützt dich, einen Wohlstand zum Erlangen. Kriegskunst. Passt das überhaupt zu einem Engel? Oder Mars ist nichts anderes als Ares, der Kriegsgott. Führt Mars Kriege? Oder Pallas Athene ist die Kriegsgöttin. Zeigt auch dieses strategische Denken. Will auch Kriegsführen? Nein. Es ist göttliche Energie und sie führen keinen Krieg. Aber sie haben ein strategisches Denken und sie erkennen die Gefahren. Ich kann das vergleichen mit dem Sportart Aikido. Bei Aikido geht gar nichts darum, ein Aikido-Meister den anderen angreifen, sondern die anderen greifen an und der Meister lenkt alles ganz elegant in eine andere Richtung. Eine leichte und elegante Bewegung. Er sieht zwar leicht aus, aber sicherlich ist ganz, ganz schwierig und muss viel üben, bis jemand der Meister ist. Aber zeigt diese Kraft, auch die Strategie. Und das, was du brauchst in dein Leben, die Probleme erkennen, auch die Gefahren, auch die Angriffe von anderen. Und nicht mit Aggression oder Wut reagieren, sondern meisterhaft, wirklich wie ein Aikido-Meister, diese Gefahren erkennen, gegenhalten, nicht davonlaufen und brauchst eine elegante Lösung und ein strategisches Denken. Und das zeigt dir, dieser Engel, wie wichtig das ist in dein Lebensweg. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen. Das war die
erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat im Erdenleben. Das heißt, du bist ein Kind davon. Das ist wie ein Kostüm, was du trägst von Geburt bis zu deinem Lebensende. Das beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Stier gehört zum Erdeelement. Du hast einen Bezug zum Natur, aber zeigt auch deine Bodenständigkeit. Die Tierkreiszeichen Stier nimmt gerne etwas im Besitz, was wertvoll ist und steht auch zum Geld, zum Finanzen. Das ist für dich auch wichtig, weil das gibt dir das Gefühl Sicherheit, Stabilität in dein Leben. Die Stier zeigt sehr viel Ruhe und ist angenehm. Das heißt, du bist beliebt, bist eine so schätzen dich die Menschen auch ein. Du bist sehr ruhig, liebevoll, ein sehr angenehmer Mensch und sicherlich ist auch ein guter Gastgeber. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus und das ist die Liebesplanet. Zeigt auch Schönheit, Ästhetik und das liebst du auch, diese Schönheit. Ein gepflegtes Aussehen, aber nicht nur dein Aussehen wichtig, sondern auch ein schön gedeckter Tisch oder schöne Umgebung, schöne Pflanzen im Garten. Das, was du liebst, das ist für dich fast lebensnotwendig, diese Umgebung zum Leben. Der zweite Lebensbereich hat mit Werten etwas zu tun. Alles im Besitz zu nehmen, was wertvoll ist, lernen wir hier in diesem Lebensbereich. Aber auch Wertschätzung und Selbstwertgefühl, außerdem die Finanzen und energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, hat viel weniger Geld. Oder mit Schuldgefühl geht das Geld verloren. Erzeugt Schuldgefühl, Schulden. Stattdessen sollst du sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das schon im Besitz. Nicht im Zukunftsfall, ich werde das im Besitz nehmen, sonst schiebst du die Zeit hinaus. Sondern du hast jetzt schon, ich habe jetzt schon im Besitz. Fühlt sich anderes an. Und hier belehrt dich die Tierkreiszeichen Zwillinge, zu deinen Werten zum Stehen, deine Finanzen zum Verbessern. Das zum Verstehen erzähle ich die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und sie wurde schwanger, aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und sie wurde von ihrem Ehemann auch schwanger. Und Leda gebar die beiden Zwillinge, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillingen waren immer miteinander verbunden. Und dann kam die Zeit, wo Castor sterben musste, war sterblich. Und dann ging Pollux zu seinem Vater und sagte, das kann ich nicht zuschauen, ich möchte auch lieber sterben, ich kann nicht alleine ohne meinen Bruder. Und sagte Zeus, nee, du musst nicht sterben und Castor muss auch nicht sterben, ich mach euch beiden unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen unsterblich gemacht und beide hat in Himmel gesetzt und sie leuchten in der Kreiszeichen Zwillinge, Castor und Pollux.
Und das zeigt uns etwas Wichtiges. Wir Menschen haben nämlich eine Seele. Und das ist ein Teil von den göttlichen Schöpfungen, also göttlich und unsterblich. Das ist Pollux. Aber wir haben einen Schicksalsweg und das hat ein Ende und wir werden sterben. Und das ist der Teil Castor. Und wir befinden wir uns auf dieser Seelenreise. Und das kannst du so vorstellen. Wenn wir sterben, dann verlässt unsere Seele, verlässt unseren Körper, verlässt die Erde, verlässt Materie und kehrt zum Gott zurück. Ich kann das nur so vorstellen, dass Gott fragt dann, ja, und wie war es auf die Erde? Jetzt erzähl mir. Und die Seele erzählt, weil die Seele hat die Erinnerungen, die volle Bewusstsein und sogar die Gefühle und erzählt und lässt Revue passieren. Und das ganze Leben spielt sich ab wie ein Film und Ende des Filmes fragt Gott dann, so kann ich das mal sinngemäß vorstellen, ja, wie fühlst du dich? Bist du glücklich, zufrieden, fühlst du dich frei? Wenn die Seele sagt, ja, klar, dann hat die Seele von Karma befreit. Natürlich kommt noch die göttliche Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Das muss die Seele natürlich auch ausgleichen, das gehört auch zum Karma. Aber es geht nicht um die Gerechtigkeit, sondern es geht um diese Seelenreise. Also wenn die Seele glücklich, befreit fühlt, steht zu sich selbst, dann hat von Karma befreit. Wenn die Seele dann sagt, ich habe doch gar nicht gelebt, also das möchte ich lieber besser machen, dann sagt der liebe Gott, ja, dann mach doch besser, geh zurück. Und die Seele befindet sich in diesem Rad und es dreht sich und dreht sich. Und das ist Karma, der Schicksalsrad. Und die Seele sucht ein neuer Schicksalsweg aus, genau das, was die Seele braucht, und kommt wieder zurück auf die Erde. Und dieser Schicksalsweg ist das goldene Weg, was die Seele eigentlich kennt, auch weil die Seele hat das selber ausgesucht. Und das spiegelt sich in ein Geburtshoroskop. Das ist die Landkarte der Seele. Aber intuitiv wissen wir das auch, wo unser Platz ist und welchen Weg wollen wir gehen. Aber wie oft hören wir auf unsere inneren Stimmen? Und das, was wir lernen. Und das zeigen hier die Zwillinge. Ein Zugang zu den Seelen. Und auch dieses Bewusstsein haben, dass hier in Verbindung sind mit dem Göttlichen. Und wenn das dir bewusst ist und hast diesen höheren Bewusstsein, dann stehst auch zu deinen Werten. Und wenn du zu deinen Werten stehst, dann verlangst du auch Wertschätzung und gibst auch Wertschätzung zum anderen, die das verdient haben. Das ist ein Geben und Nehmen und kommt das im Gleichgewicht. Und dann verbessert sich automatisch deine Finanzen, weil du kommst zum Vertrauen. Im dritten Lebensbereich sind Erinnerungen an die Schulzeit. Und in diesen Erinnerungen wird gezeigt, wie war die Verbindung zum Geschwister, zum anderen Kinder in die Schule. Und diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden in unserem Leben. Wenn du das damals gelernt hast, dich zu behaupten, durchsetzen, dann hast du weniger Probleme im Leben, dann kannst du mit Konkurrenten auch gut umgehen. Wenn aber da ein gewisser Mangel besteht und sie haben dich immer auf die Seite geschoben und warst immer übersehen und entstehen auch verletzten Gefühle,
Da muss später das lernen und das ist hart im Berufsleben. Aber nicht nur das zeigt dieser Bereich, sondern auch das Wissen. Wissen vermitteln, Wissen aneignen, Austausch, Kommunikation, Medien, die Verbindung zum Verwandten, Nachbarn, vieles entdecken in unserem vertrauten Umgebung. Und hier hast du Krebs. Wenn du zurückdenkst an deine Kindheit, dann warst du schon ein bisschen verträumt. Und wenn andere Kinder dich verletzt haben, dann bist du verletzt gefühlt und zurückgezogen. Und irgendwie hast du die Bedürfnis gehabt, damals schon nach Schutz. Und hier im vierten Lebensbereich sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und das vergleiche ich mit einem Baum und das bedeutet, das ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert und das bedeutet unserem Vorfahren, unserem Ahnen, unserem Herkunft, die Traditionen und unserem Zuhause. Hier hast du die Löwe. Dein Zuhause ist Glanz und du liebst Luxus, eine schöne Umgebung. Und die Tierkreiszeichen Löwe gibt dir die Kraft, deine Kraft, dich zu behaupten. Und das ist dein Basis, das ist dein Fundament, das ist deine Stärke. Und auf diesem Stärke kannst du bauen. Und wenn jemand dich angreift, nicht zurückziehen, sondern wie ein Löwe mal brüllen. Aber nicht aggressiv, sondern strategisch. Kriegskunst. Immer die richtigen Worte finden. Kurz und knapp, so dass das genau trifft. Und dann elegant verlassen den Raum. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Das zeigt deine Kinder, zeigt deinen Enkelkinder später, aber auch dein inneren Kind, dein Kindheit. Und das innere Kind sollen wir lebenlang stärken. Immer wieder sagen, ich bin so stolz auf dich. Wow, das hast du richtig gut gemacht. Wenn andere das nicht sagen, dann sagen wir halt uns selbst. Das stärkt auch. Nicht nur das bedeutet, sondern all das, was wir von Kindern lernen sollen. Wie sie spielen. Einfach nur beobachten im Spielplatz, wie sie spielen. Diese Leichtigkeit, das brauchen wir im Leben. Und das Leben vorstellen wie ein Theater, diese Bühne. Und du bist hier die Person, die hier die Hauptrolle spielt. Und du gestaltest das nach deinem Geschmack. Und das ist diese Kreativität hier. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Jungfrau. Natürlich in deiner Kindheit war vieles in Ordnung. Hast du auch Pflichten gehabt. Und diese Ordnung, das liebst du auch, ist für dich auch sehr, sehr wichtig. Aber ich könnte mir vorstellen, wo du so rumgespielt hast, geträumt, wolltest etwas kreativ gestalten, dann wurde gesagt, jetzt räum mal auf oder sei mal jetzt bescheidend, führ dich nicht so auf. Und kam diese Kritik und dadurch entwickelst du dir selbst eine gewisse Selbstkritik. Das muss alles sauber sein und mach das spielerisch. Weil du brauchst diese Lebensfreude. Die nächste Lebensbereich ist den Alltag, die Arbeit und auch Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten dann, wenn wir auch gesund sind. Und hier hast du die Waage.
Über die Tierkreiszeichen Waage herrscht auch Venus. Venus herrscht über Stier, aber auch über Waage. Das zeigt deine Kreativität und du liebst auch im Alltag, auch, aber auch im Arbeit, wenn es schön und harmonisch ist. Du magst die Aggression nicht, du erträgst es einfach nicht. Und das brauchst du auch in deiner Arbeit. Nicht nur das, sondern du verdrehst auch die Gerechtigkeit, weil du erst erträgst die Ungerechtigkeiten, aber auch nicht. Und was für dich auch wichtig ist, immer in inneren Ruhe, im inneren Gleichgewicht bleiben. Aber achte auf etwas. Die Waage möchte sich beliebt machen, weil das für deine Waage sehr wichtig ist. Und wenn du in Arbeit immer anderen Gefallen tust, damit du beliebt bist und jeder mag dich und so hast du deine Ruhe und eine harmonische Umgebung. Wenn da etwas zurückkommt wie Dankbarkeit, dann ist es wundervoll. Aber wenn andere dich ausnützen, dann kippt die Waage hier, die Waageschale, dann verlierst du die Gleichgewicht, weil nehmen und geben muss immer im Gleichgewicht sein. Nicht, weil wir immer etwas, wenn wir etwas geben, was verlangen wir dafür. Das meine ich nicht. Großzügigkeit ist wundervoll. Aber es muss auch etwas mal zurückkommen, wenigstens ein Dankeschön. Und wenn dich aber im Arbeit ausnützen und du lässt dich ausnützen, dann bist du Opfer und das kränkt. Und hier entstehen dann Krankheitssymptome. Waage steht astromedizinisch zum Nieren. Ich möchte nicht damit sagen, dass du Nierenerkrankung bekommst, nur zum Überlegen, woher kommt eine Krankheit überhaupt und dass du da Gedanken machst, dass du dich im Arbeit ja nicht ausnützen lässt. Jetzt, schau mal das an. Das zeigt dieser Moment, wo du geboren bist. Und in diesem Augenblick schaust geradeaus in Westhorizont. Und im Westhorizont erscheint ein Spiegel. Und das ist dieser Spiegelblick, wo du schaust. Und in diesem Spiegel siehst du deinen Seelenpartner. Die Kinder haben bis etwa die dritte Lebensjahre noch Erinnerungen, auch karmischen Erinnerungen. Später nicht mehr. Das geht alles in Unbewussten. Jetzt kannst du es so vorstellen. Das ist dein Geburtsmoment und die Stier steigt in Osthorizont nach oben wie ein Sonnenaufgang. Und im selben Moment in Westhorizont geht hier alles nach unten. Und die untere Teil ist das Unbewusste. Und das obere Teil ist das Bewusste. Das heißt, das, was du hier im Spiegel damals gesehen hast, geht alles in den unbewussten Zustand. Aber deine Seele und seine Seele kennt sich. Wir müssen das mehr vertrauen, auch unserem Träumen mehr vertrauen, auch unserem Intuition vertrauen und auch mal Telepathie, auch mal vertrauen. Und dieser Bereich, der siebte Lebensbereich, zeigt die Partnerschaft und öffnet sich mit Skorpion. Und die Skorpion zeigt die Wandlung. Und hier handelt es sich um Gefühlen, weil Skorpion ist Wasserelement und das hat mit Gefühlen was zu tun. Die Gefühle transformieren. Und das ist die Kundalini-Energie. Das kannst du so vorstellen. Es gibt eine ganz klare Linie.
Und in einer Seite sind die negativen Gefühle und die andere Seite sind die positiven Gefühle. Die positiven Gefühle kommen von Licht und sind mit voller Liebe. Das ist göttlich, das ist schöpferisch. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung und auch die Liebe. Es sind positive Gefühle. Zu negativen Gefühlen gehören Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Neid, Eifersucht, Hass. Es sind die negativen Gefühle. Hass ist die allertiefsten Gefühl und ist zerstörerisch und kommt nicht von Gott. Aber so weit brauchen wir nicht nach unten im Gefühlen gehen, sondern in diesem Grauzone, was auch negativen Gefühlen sind. Das sind Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Sind wir schon im negativen Bereich? Wir können nicht so tun, wenn wir das nicht kennen würden. Jeder von uns kennt die Angst, hat auch mal Schuldgefühl, hat auch mal Wut oder zweifelt an etwas. Diesen Gefühlen kennen wir alle. Aber in diesem Moment, wenn wir das zulassen, sind wir schon im negativen Bereich. Es ist nicht zerstörerisch, überhaupt nicht. Es ist nicht zerstörerisch. Aber wir öffnen Pandoras Büchse oder wir lassen die trojanischen Pferd in unserem Leben, weil wir öffnen diesem Tor. Und das blockiert. Und weil wir diesen Gefühlen kennen und auch in Zukunft werden wir diesen Gefühlen haben, weil etwas löst Angst aus oder fangen wir an etwas zum Zweifeln. Die einzige Lösung liegt daran, schnell möglichst davon verabschieden. Die Gefühle zum Transformieren ist nicht einfach, weil die Gefühl ist da und wir können nicht so tun, wenn nichts wäre. Aber was wir ändern können und das sofort, das sind unsere Gedanken. Sofort umdenken und etwas, an etwas denken, was uns glücklich macht. Etwas Schönes denken oder auch tun. Sofort verbessert sich der Gefühlszustand. Und das nennt man Transformation. Und das ist die Kundalini-Energie. Weil die negativen Gefühle, das ist eine Schlangenenergie, was blockiert und die Energiefeld nach unten zieht und macht uns lahm und unbeweglich. Das blockiert regelrecht. Und wenn wir davon befreien können, dann können wir aufatmen und die Energie steigt sofort nach oben. Das ist die zweite Schlange in Kundalini-Energie. Dann geht alles voran und haben wir auch mehr Erfolg. Und durch diese Transformation, man könnte sagen auch Magie, öffnest du den Bereich Liebe-Partnerschaft. Und nicht nur aus diesem Grund ist gut, angstfrei leben, weil das viel einfacher ist, das Leben zu gestalten, sondern das ist auch unsere Ausstrahlung. Und das hat auch eine Funktion. Und das kannst du so vorstellen, wir Menschen haben ein Energiefeld, was uns umhüllt. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Und es ändert sich, so wie unserem Gedanken, unseren Stimmungen sich ändert tagtäglich, so ändert sich dieses Energiefeld. Aber wir können das im Griff bekommen, wenn wir das bewusst sind, was das auslöst. Weil dieses Energiefeld ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein hermetisches Gesetz und das sagt, Gleiche zieht Gleiche an. Problemgeladenen Menschen mit voller Angst ziehen noch mehr Probleme an. Und positiv denkende Menschen, die auch von ihren Ängsten befreit sind, haben glückliche Lebensumstände.
Und genau diese Transformation befindet sich hier in diesem Bereich und das hilft dir, dein Seelenpartner finden lassen. Die Männer suchen uns und wir Frauen empfangen das. Also offen zu sein und lässt dich mit diesem Liebe dich ein. Und das ist diese Skorpion-Energie. Außerdem, die Skorpion hat auch einen Bezug zum Sexualität und das zeigt auch diese erotische Anziehungskraft. Und das kommt von Pluto-Energie, weil Pluto herrscht über die Skorpion. Und das erkläre ich auch, gerade hier bei 8. Lebensbereich, weil das hat mit Pluto was zu tun. Das ist der Lebensbereich der Tod und Pluto herrscht über den Tod. Aber wenn wir Pluto richtig verstehen wollen, dann erkennen wir, das hat nicht mit Tod was zu tun. Natürlich löst auch mal Todesfall aus oder erbschaftlichen Themen. Aber das Prinzip von Pluto, diese Essenz, ist nicht der Tod, sondern im Gegenteil, das Leben erhalten bleiben. Das ist Pluto. Dazu gehört die Jahreszeiten, die Winterzeit, wo die Natur sich ruht, das ist Persephone und Pluto. Dann die Tiefschlaf, wo wir in diesem unbewussten Zustand sind und unserem Körper regeneriert sich wieder. Dieser erholsame Schlaf ist auch Pluto. Und die ganze Erneuerungsprozesse in unseren Zellen, das ist auch Pluto. Und die Sexualität lässt das Leben auch erhalten, auch Pluto. Also das ist das Prinzip von Pluto. Aber Pluto belehrt uns an etwas, dazu benötigt sehr viel Kraft. Und darf gar nicht erlauben, von diesem Kraft etwas weggeben. Lässt nicht zu, dass jemand diese Kraft raubt, sondern er bleibt konzentriert in diesem Kraft, sonst schafft er das nicht. Und genau das, was wir von Pluto lernen, in diesem inneren Kraft bleiben, bedeutet auch Überzeugungskraft und lassen wir nichts zu, sollen wir uns das nicht zulassen, dass andere uns verunsichern, sonst verlieren wir diese Überzeugungskraft. Und genau hier hast du Schütze. Und die Schütze zeigt dir etwas Wichtiges. Die Schütze hat diese Pfeil im Hand und zeigt die Zentrum unserer Milchstraße, unserer Galaxie. Und in diesem Zentrum sind unsere Wünsche. Das ist dein Ziel, das ist der Fokus in dein Leben, deine Wünsche. Und das ist diese Pluto-Energie, wo du sagst, meine ganze Energie und Aufmerksamkeit setze ich auf diese Kraft ein, diese Überzeugungskraft. Ich erreiche meine Wünsche, weil das sind meine Ziele. Und lass ich nicht zu, dass jemand diesen Traum raubt. Ich lasse nicht zu, dass jemand mich verunsichert. Das ist hier die Transformation. Den 9. Lebensbereich sind die Reisen, aber auch Spiritualität. In ersten Lebenshälften wirkt Steinbock streng. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das eine gewisse Strenge da war, entweder im Reisen oder im höheren Bildung oder in Richtung Spiritualität. Im zweiten Lebenshälfte unterstützt Steinbock sehr, sehr, weil da haben wir die Kraft, auch die Geduld und Ausdauer, auch diese Weisheit, die Ziele zu erreichen. Und genau das zeigt Steinbock, Ziele setzen und das Schritt für Schritt erreichen auch, egal wie schwierig das ist, nicht aufgeben, sondern geduldig sein und die Ziele zum Erreichen. Das ist Steinbock. Das ist ein Stück paradiesischen Erde.
Genau, das ist es. Weil hier herrscht Saturn und Saturn herrschte im goldenen Zeitalter, wo noch die paradiesischen Zustand herrschte. Und das spiegelt sich, wenn du deine Ziele erreichst, nach deinem Wunsch, weil das sind die Ziele, was wir wünschen, dann lebst im Paradies, dann hast du mal ein Stück paradiesischen Erde in dein Leben, wo du glücklich bist oder stolz drauf bist. Das ist Steinbock. Und jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Das ist die Krone des Horoskopes, zeigt, wie du erreichst deine Ziele und auch wie du Anerkennung bekommst. Oder wie wichtig ist das für dich, die Anerkennung, und wo liegt deine Berufung? Und hier hast du die Wassermann. Die Wassermann steht in Verbindung zum Adler und zeigt einen Adlerblick, also das heißt Weitblick und tolle Ideen. Das ist die Ideenreichtum der Wassermann. Und auch das Gefühl, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und das heißt, du brauchst einen beruflichen Weg, was einzigartig ist, was dich außergewöhnlich macht. Die 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften und soziale Kontakte. Hier hast du die Fischen und das muss ich auch erklären, weil das ist zwei Fischen. Wieder Wasserelement hat mit Gefühlen etwas zu tun und die beiden Fischen schwimmen in diesem Wasser in verschiedenen Richtungen. Die eine Fisch hat ständig Angst und zweifelt an sich selbst und traut gar nichts zu und geht nichts voran, weil von lauter Angst blockiert alles und hat Selbstmitleid und alle haben mit dem auch Mitleid und alle leiden und leiden und leiden. Und dieser Fisch liebt es auch, weil endlich kümmert jemand um mich und will sich nicht verändern. Und weil nichts vorangeht und irgendwann haben die Menschen keine Lust dazu, um sie oder um ihn kümmern und lassen die irgendwann mal hängen, dann fehlt dieser Fisch in Depressionen oder Alkohol oder Drogen. Ich habe jetzt das absichtlich übertrieben. Aber das ist schon die Richtung. Und es ist wichtig, diese Richtung verlassen und sagen, jetzt schwimme ich in andere Richtung und die Neptun-Energie vorteilhaft nützen. Und Neptun ist die Traum, das Vision. Und wenn jemand, besonders die Fischen betonte Menschen, erkennen, dass was für Reichtum hier verborgen ist, die können ihre Träume leben, wo andere träumen davon. Das heißt, lernen, einen Traum zu haben, eine Vorstellung, eine Vision und daran glauben, das Vertrauen und dann loslassen, geschehen lassen, Vertrauen des Fluss des Lebens, Vertrauen an diesem Traum, Vertrauen an sich selbst, Vertrauen an Gott und auch diese Gewissheit, ja, das trifft sowieso ein. Und das ist tatsächlich so, dieser Traum wird wahr. Natürlich muss das realistisch sein, aber dieser Traum wird wahr. Das ist wie wirklich wie ein Gesetz. So ist es auch. Und das brauchst du, diese Energie, wenn das um deine Hoffnungen und deine Träume geht. Die 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Alles, was im Geheimen ist, alles, was hinter verborgenen Türen, verschlossenen Türen passiert, hier hast du die Widerkraft. Hier sind auch die geheimen Feinde und mit Widerenergie hast du den Sieg, weil über die Tierkreiszeichen wieder herrscht Mars. Und das ist der Kriegsplanet. Und so wie ich bei diesem Engel erklärt habe, Mars ist nicht das Kriegerische, das angreifende, aggressive Energie. Das ist er nicht.
sondern kennt die Schachzüge und hat ein strategisches Denken und hat Sieg. Und wieder zu diesem Sportart Aikido. Beobachte, ich schaue das so gerne an. Diese Bewegung, wie leicht das sich, wenn man das anschaut, das sieht so leicht aus, aber was für Übung dahinter steckt. Und ja, ich kann das nur empfehlen, dann verstehst du, was ich hier meine. Wie hast du den Sieg über deinen Feinden? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Und das zeigt dein Selbst. Und für dich ist das wichtig, zu deiner Persönlichkeit stehen. Und wichtig ist auch die Selbstdarstellung. Mond hast du in Tierkreiszeichen Schütze. Und Mond symbolisiert deinen Gefühlen, das Unbewussten. Und hier die Schütze zeigt die Richtung deinen Wünschen und das entspricht deinen Gefühlen. Was wünschst du? Du darfst was wünschen. Und deine Energie transformierst in die Richtung, dass du deine Wünsche als Ziel setzt und das nicht aufgibst. Das ist diese Transformation. Mars befindet sich im Krebs. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Aber nicht nur das, sondern dich behaupten im Leben oder dich wehren im Leben. Und mit Krebs ist das nicht so einfach, weil das ist Wasserelement und man möchte die anderen nicht verletzen, weil du feinfühlig bist, aber auch sensibel. Und wenn andere dich verletzen mit diesem Mars im Krebs, neigst du dazu, dich zurückziehen. Und das kennst auch von deiner Kindheit, diese Rückzüge. Merkur ist rückläufig in dein Horoskop und diese Rückläufigkeit zeigt karmische Themen an. Und Merkur ist der Planet für Jugend, für Kindheit, Jugend. Schenkt auch einen jugendlichen Aussehen. Aber hier hast du Themen in deiner Kindheit. Das zeigt dieser Rückblick, diese Rückläufigkeit. Hat immer mit Vergangenheit etwas zu tun. Aber Merkur vermittelt noch etwas. Handlungen, Kommunikation, etwas Lernen im Leben. Merkur ist im Stier. Was lernst du? In dein Leben, was lernst du in dein Leben? Selbst zu sein, zu deiner Persönlichkeit stehen, das im Ausdruck bringen. Jupiter zeigt deine Größe. Aber Jupiter ist auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und zeigt auch Ungerechtigkeiten, weil öffnet unseren Augen auch mal für die Ungerechtigkeiten. Jupiter hast du in Tierkreiszeichen Widder. Das muss ich erklären. Kannst du das vorstellen, dass hier bei Sonnenaufgang, hast auch hier die Sonne, bei, hier im Osthorizont jetzt nicht die Stier befindet, sondern Widder mit Jupiter befindet. Da rutscht die ganze Horoskop nach unten. Kannst du das vorstellen, dass hier im Aszendent nicht die Stier ist, sondern Widder ist? Dann würde das für dich bedeuten, dass die ganze Stierenergie hier zurückkehrt im zweiten Lebensbereich. Und das heißt, in diesem Augenblick, wo Widder
in Tierkreiszeichen Osthorizont mit Jupiter aufgestiegen ist und hat den Tageslicht erblickt, warst du noch im Mutterleib. Du bist in diesem Augenblick noch gar nicht geboren. Aber es ist in die Nähe zu deiner Geburt, weil halbe Stunde später, so etwa, ich habe das nicht genau ausgerechnet, aber etwa halbe Stunde später ist hier dein Geburtsmoment und steigt die Tierkreiszeichen Stier hier in Osthorizont auf. Jupiter ist in deiner Nähe, ganz nah in deiner Geburt. Aber etwas früher ist in Osthorizont aufgestiegen. Und in dem Moment warst du aber noch im Mutterleib. Das heißt, du hast mit Jupiter begegnet, oder ich kann mal so sinngemäß vielleicht so erzählen, Jupiter hat dir was geflüstert, Geheimnisse geflüstert, aber du warst noch gar nicht geboren, im Mutterleib. Und dieser Planet fühlt sich immer noch so an. Jupiter fühlt sich immer noch so an, wenn er immer noch im Mutterleib wäre. Wenn das noch gar nicht geboren wäre. Einerseits ist das volle Geheimnisse und Jupiter ist die Weisheit, also weiß ganz genau, was er erzählt. Das ist Zeus, der Himmelsgott. Also ganz Besonderes und zeigt auch dein Glück oder flüstert, wie erreichst du dein Glück. Und du hast diese Geheimnisvolle in dir. Und Jupiter ist auch die Größe, also zeigt deine Größe. Jupiter ist auch die Weisheit und diese Weisheit hast du in dir, weil du erkennst die tiefen Geheimnisse des Lebens. Und hier hast du karmische Themen, das hast von alten Karma schon. Das sind die Vorteile. Der einzige Nachteil ist hier, dass dieser Planet wirklich so anfühlt, wenn noch gar nicht geboren werde, das wird ständig übersehen, das wird immer im Schattenseite gestellt. Und das ist deine Weisheit. Das kann natürlich schon in die Schulzeit so sein, wo du etwas gesagt hast, was ein ganz weiser Satz war und es wurde einfach übersehen. Das war einfach übersehen und du empfand das damals als Ungerechtigkeit. Und was kannst du tun, Jupiter befreien von dieser Schattenseite, dass du nicht übersehen wirst und dein Wissen nicht übersehen wird? Wenn du dazu stehst und stehst zu deinen Größe. Weil Jupiter zeigt deine inneren Werte, deine inneren Sonne, deine Größe. In dem Moment öffnet sich hier etwas, das ist wie eine Neugeburt für dich, eine neue Identität. Und glaub an deine Weisheit, glaube an dein Wissen, weil dein Wissen ist intuitiv. Venus befindet sich auch hier im Widder, genau das gleiche Thematik, genau das gleiche. Du als Frau oder deine Kreativität wird immer übersehen, obwohl du sehr geheimnisvoll bist, auch als Frau. Und ich würde sogar das anderes formulieren. Du bist gar nicht übersehen. Das glaube ich nicht. Sondern dir selbst fühlt sich das so an.
du hast diesen Eindruck, dass du ständig übersehen wirst als Frau oder dein Wissen, deine Größe. Du kommst damit nicht zum Glanz, obwohl deine Sonne hier beeinflusst deine Persönlichkeit und du hast dieses Bedürfnis. Und damit du Anerkennung bekommst, dass du auch wahrgenommen wirst, dann versuchst du alle recht zu machen, dich beliebt zu machen. Und das ist ein schönes Gefühl, das ist ein angenehmes Gefühl, bist du auch beliebt. Aber wenn das zu viel ist oder dich ausnützen, dann hast du den verletzten Gefühlen und kannst dich nicht durchsetzen, ziehst dich zurück. Weil Mars ist schwierig hier im Krebs, sich zum Durchsetzen, also du neigst dich verstecken oder zurückzuziehen. Saturn ist der große Lehrmeister, ist Saturn auch im Krebs und zeigt deine Lernaufgabe. Deine Lernaufgabe ist dich behaupten und durchsetzen. Und du machst das sowieso liebevoll. Du hast Stier-Aszendent, sehr angenehm, Mars im Krebs, gefühlsvoll. Du machst das sowieso nicht grob, aber durchsetzen. Und dieser Engel zeigt dir auch, du brauchst diese Strategie in dein Leben. Du brauchst diese Kriegskunst. Nicht Krieg führen mit anderen oder angreifen, sondern damit du dich wehren kannst im Leben. Dass du ausgerüstet bist, dass du die passenden Worte findest, dass du nicht alles gefallen lässt in dein Leben. Uranus zeigt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse, Überraschungen und ist im Waage, ist rückläufig, hat auch mit Vergangenheit, mit Karma was zu tun. Und Uranus zeigt, dass du geeignet bist in einen außergewöhnlichen Beruf. Wassermann zeigt hierbei die Berufung dasselbe. Und über die Tierkreiszeichen Wassermann herrscht Uranus. Neptun ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun, auch mit karmischen Themen etwas zu tun. Und Neptun ist im Skorpion. Und hat einen Einfluss auf dein Liebesleben, auf die Partnerschaft. Neptun ist hier rückläufig. Und das bedeutet Karma. Und hier im Bereich Liebe, Partnerschaft heißt es eine karmische Liebe. Jemand kehrt zurück in dein Leben und dieser Mann kennst du von früheren Leben. Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch karmische Themen an oder Vergangenheit wie Kindheit ist im Jungfrau, zeigt auch hier im Bereich Kindheit und Pluto bedeutet, bleib in deiner eigenen Kraft und glaube an deinen Vorstellungen, glaube an deinen Wünsche und lass das nicht von dir nehmen. Und verwirkliche deine Träume, weil das entspricht auch deinen Gefühlen. Also transformiere das. Und die Schütze zeigt die Richtung, deine Wünsche. Rahu und Ketu. Rahu und Ketu ist eine Drache. Wenn wir das beide, Rahu und Ketu, jetzt zusammennehmen, dann ist das wirklich eine Drache. Und diese Drache zeigt unsere Urangst. Und die erste, was wir hier tun sollten,
erstmal ein Sieg über unseren Gefühlen, Sieg über unseren Ängsten. Dann sind wir schon einen Schritt weiter. Dann haben wir diese Drache besiegt. Und so viele mythologische Geschichten erzählen davon, die Drachentöter. Also das ist das Erste, was wir tun sollen, weil die Drache symbolisiert unsere Ängste. Dann zum Verstehen, dass diese Drache besteht aus zwei Teilen, weil die Kopf wurde abgeschnitten. Und die eine Teil kennen wir schon. Das ist Ketu. Das ist die Drachenkörper ohne Kopf. Ohne Kopf. Das kennen wir schon alles. Aber unserem Seele erstmal muss die Angst befreien und dann suchen nach dem Kopf. Und das zeigt sich aber, dieser Geburtshoroskop, wundervoll. Wo ist dieser Kopf der Drache? Weil die Seele sucht es. Die Drachenkörper, was deine Vergangenheit symbolisiert, was du schon kennst, ein- und auswendig kennst, das ist hier im Widder. Also du kannst dich behaupten, aber hier liegt das im Verborgenen, im Schattenseite. Und das sollst du befreien. Das kennst du, die Widderenergie kennst du. Also lebe das auch. Und wo die Drachenkopf ist, was du noch nicht kennst, was deine Seele eigentlich sucht, das hast du hier im Waage. Und das hat mit deinem Alltag was zu tun, hat mit deiner Arbeit was zu tun, deine Berufung, die Suche nach deiner Berufung, die Alltag meistern. Und hier hast du Rahu und die Tierkreiszeichen Waage befreit dich. Und jetzt die Seite betrachten von Waage, alle recht zu machen, mich beliebt zu machen, wäre die falschen Weg. Du kannst nicht jedem Mensch recht zu machen, weil das unmöglich ist. Aber was vermittelt noch die Waage? Das ist die Partnerschaft zum Leben. Es ist sogar möglich, dass du diesen Mann über den Beruf kennenlernst. Das kann auch sein Beruf sein. Und jetzt zum Mondhäuser. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und die mythologische Geschichte dazu ist, der Mond ist Chandra und verliebt sich an Rohini. Chandra ist Mann, ein Mann, also Mond ist männlich in indischer Mythologie und verliebt sich an Rohini. Rohini ist die Morgenröte, wie ein Silhouette, eine junge, unschuldige Frau. Also der Mond verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, er darf Rohini heiraten, aber er muss auch die Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen, alle Geschwister. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes, diese Geschichte dazu. Dein Aszendent befindet sich im Stier im Mondhaus Mruga und wird von Stammbild Orion bestrahlt. Und dieser Mondhaus natürlich hat Einfluss von Orion, zeigt auch, wie wichtig ist, nach Jagen nach etwas, deine Ziele nicht aufgeben, sondern danach jagen, was du erreichen möchtest in dein Leben. Orion ist der himmlische Jäger und das zeigt dir, jagen nach etwas. Jetzt nicht nach die Männer jagen, sondern deine Ziele nicht aufgeben. Mond befindet sich im Schütze im Mondhaus Purvashada
Und das zeigt, wie wichtig ist dein seelischen Zustand für deinen Gefühlen, dein Selbst zu leben und deine Wünsche zum Leben, weil das ist die Zentrum. Und wenn deine Wünsche nicht zum Erfüllung gehen, dann fühlst du dich unzufrieden. Mars befindet sich im Krebs, im Mondhaus Pushya. Und diese Pushya bedeutet, das Gefühl zu haben, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, und zeigt auch starke Intuition. Das ist Mars-Energie, deine Kraft. Wo sollst du deine Kraft einsetzen? Immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und das erreichst du, wenn du intuitiv handelst, weil dein Gefühl zeigt das auch, weil du hast eine starke Intuition. Merkur, rückläufig, befindet sich im Stier. Kritiker heißt dieser Mondhaus und übersetzt sind das die Plejaden. Und ich habe gerade die Portaltagen, erzähle ich sehr viel über die Plejaden und auch Frau Holle und genau diese Geschichte von Frau Holle und die Geschichte von die Plejaden. Das, was hier für dich wichtig ist zum Lernen, Merkur belehrt dich auch, das gibt dir das Wissen. Und das heißt, die Entscheidung treffen, bist du die Verlierer im Leben oder die Gewinner im Leben? Bist du Goldmarie oder Pechmarie? Deine Einstellung richtig, also die richtige Einstellung haben. Jupiter befindet sich im Widder hier im Mondhaus Parani und das bedeutet Mutter Erde und zeigt eine Geburt. Das ist für dich wie eine neue Identität zu haben, wie eine Neugeburt und das mit Jupiter-Energie. Und das heißt, wie eine neue Identität, deine inneren Größe zu leben. Nicht nur Jupiter befindet sich in diesem Mondhaus, sondern auch Venus. Deine Weiblichkeit leben, deine Größe zu leben, deine Weisheit, dass du da Anerkennung bekommst. Du brauchst in dein Leben einen Neuanfang und es ist wie eine neue Identität zu haben, einen anderen Bewusstsein, wie eine Neugeburt. Und dieser Mondhaus hat mit Mütterlichkeit und auch mit Geburt, wie eine Neugeburt, auch was zu tun. Saturn befindet sich im Krebs, im selben Mondhaus wie Mars, Pushya, die starke Intuition, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und Saturn belehrt dich. Das ist auch eine Lernaufgabe. Uranus befindet sich im Waage, im Mondhaus Swati. Nicht nur Uranus, sondern der Drachenkopf Rahu ist auch im selben Mondhaus Swati. Und das, was du auch lernst, deine Seele belehrt dich oder deine Seele braucht das auch. Swati bedeutet selbst und bedeutet Seele. Sva heißt selbst, Ati bedeutet Seele, das kommt von Sanskrit. Dein Selbst zu lieben, um deine Seele kümmern. Außerdem wird von Kreuz des Südens bestrahlt und diesem Sternbild, das Kreuz des Südens, befindet sich im sichtbar ist von Südhalbkugel und hier befindet sich den Südpol und das dient zum Orientierung und du brauchst Orientierung und dieses Kreuz des Südens zeigt religiösen oder spirituellen Themen. Neptun befindet sich in Skorpion, öffnet den Tor zur Partnerschaft. Neptun befindet sich im Mondhaus Ishtar und dieser Ishtar war die älteste von diesen 27 Geschwistern und das heißt nicht als alte Frau, sondern Ishtar war weise. Hat Ansehen bekommen, Respekt bekommen von allem und das sollst du verlangen, Respekt, Ansehen
Und dann hast du ein gutes Gefühl, dann stehst du dir selbst und das widerspiegelt sich dann auch in die Liebepartnerschaft. Dann seid ihr im gleichen Augenhöhe. Pluto befindet sich im Jungfrau, hier im Bereich, wo die Kinder sind. Und dieser Mondhaus heißt Hashta, übersetzt heißt, bedeutet das Hand, Handlungen und wird von Vindamiatrix bestrahlt. Und Vindamiatrix ist ein Stern im Himmel, das ist die Weinleserin und zeigt Lebensfreude, aber auch, dass das alles Früchte trägt, wenn du etwas spielerisch betrachtest, gestaltest, deine Kreativität lebst, diese Lebensfreude. Vindamiatrix bedeutet auch Lebensfreude. Noch die Verbindungen. Sonne, Saturn, hast du eine schöne Verbindung und das bedeutet, dein Selbst zu leben, das ernst zu nehmen, dann bist du auch ernst genommen in dein Leben. Mond hat eine schöne Verbindung zum Jupiter und das bedeutet, wenn du nach deinem Gefühl oder intuitiv handelst, hast du auch Glück in dein Leben. Mond hat eine schöne Verbindung zum Neptun, dein Leben kreativ gestalten, deine Träume zum Leben. Und Jupiter steht mit Neptun in einer Quinkungsverbindung. Und das bedeutet die Unsicherheit. Dieser Quinkungsaspekt löst eine gewisse Unsicherheit aus. Und das bedeutet, wenn du vorstellst, deine Träume zum Leben, du hast diese Vorstellung und du hast Ziele und Träume, aber du fängst an zweifeln daran. Liebe Leda, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.